Mit dem unsinnigen Donnerstagmorgen beginnt endlich die heiße Phase des Faschings. Das heißt für uns beide höchste Zeit, sich nach einem Kostüm umzuschauen, denn im Vergleich zu diesen beiden Kollegen hier müssen wir uns noch in Schale werfen. Wir haben uns jetzt einmal Hilfe geholt von einer absoluten Faschingsexpertin. Neben mir steht die Philo. Hallo. Hi. Was sind denn so dieses Jahr vor allem die beliebtesten Kostüme? Also bei Frauen und Kindern total angesagt sind natürlich die Einhörner dieses Jahr. Da haben wir jetzt auch eine neue Einhornperücke bekommen, auch ein Kostüm für Frauen und so einen kleinen Onesie für Kinder. Und was auch ganz beliebt ist, ist das Tequila Girl mit Tequila Gürtel. Also was immer geht, sind die Tierkostüme, diese Onesies, wo man einfach nur reinschlüpfen muss. Die sind super weich und super bequem. Man kann halt drunter noch eine Jeanshose und einen Pulli anziehen. Was auch immer geht, sind Polizistinnen, Sträflinge, Nonne, Priester, also wirklich die Klassiker, die ganz einfach zu halten sind, wo man nicht viele Accessoires braucht. Auf Last Minute kann man auf jeden Fall mit lustigen, bunten Klamotten arbeiten, mit viel Perücken, Glitzer, mit viel Schminke. Wir haben auch ganz tolle neonfarbene Schminke, wo man sich auch zum Alien machen kann beispielsweise oder zu einem laufenden Regenbogen. Also Last Minute Sachen gehen einfach immer. Da wird aber sehr viel mehr mit Accessoires und bunten, lustigen Sachen gearbeitet. Der Polizist und sein Sträfling. Wir sind auf jeden Fall fündig geworden. Und so können wir uns morgen dann auch blicken lassen am unsinnigen Donnerstag auf dem Viktualienmarkt. Yeah!